Sie haben geklickt und nun sind Sie hier und hören und sehen diese Predigt zum Thema Durstlöscher. Schön sind Sie hier auf dem Kanal der GFC. Wir erleben einen herrlich warmen Sommer. Sommer bedeutet Wärme, Sommer bedeutet Hitze, insbesondere dieses Jahr. Und in dieser Hitze ist es umso wichtiger, dass wir genügend Flüssigkeit zu uns nehmen. Und so wird Zurzacher Mineralwasser auf ihrer Homepage mit ihrem Durstlöschergetränk, ich habe hier eins mitgenommen, Durstlöscher 12 Vitamin Frucht. Vitamin 12 Frucht. Und das in der Tetra-Verpackung mit Strohhalm. Sie schreiben dazu auf ihrer Homepage zu diesem Getränk, der clevere Durstlöscher, Vitamine und Erfrischung in einem. Muss herrlich schmecken. Durstlöscher. Es gibt aber auch Durstlöscher, die nicht aus der Tetra-Verpackung kommen. Wir alle haben es zu Hause, wir drehen den Wasserhahn auf oder heben den Hebel nach oben und dort strömt frisches Wasser heraus. Wir sind enorm privilegiert hier in der Schweiz. Frisches Trinkwasser, Freihaus, Durstlöscher. Ein echtes Privileg. Wenn ich bei mir zu Hause im Büro sitze, so habe ich normalerweise ein solches Trinkglas bei mir auf dem Tisch. Nicht leer, sondern mit Wasser gefüllt aus dem Wasserhahn. Jetzt in der Sommerwärme gerne noch mit ein paar Eiswürfeln drin. Durstlöscher. Wenn ich unterwegs bin im Zug, dann nehme ich so eine Flasche mit Wasser drin. Überall, jederzeit den Durst löschen zu können. Oder am Abend, wenn die Arbeit zu Ende ist, abgeschlossen ist, dann gehe ich aufs Velo und nehme mein Bidon mit. Mit Wasser gefüllt, Durstlöscher. Überall, jederzeit den Durst löschen zu können. Das ist ein Privileg. Und dieses Privileg kennen aber nicht alle Menschen auf diesem Planeten. Als ich in Papua-Neuguinea lebte, später auch in Bolivien, da hatten wir zwar auch Wasser im Haus, wir konnten auch aufdrehen, normalerweise kam da Wasser, aber dieses Wasser musste ich jeweils noch filtern, damit es für meinen sensiblen Schweizer Magen verträglich war. Aber viele Menschen auf der Welt haben nicht einmal Wasser zu Hause. Sondern die müssen unter großer Anstrengung Wasser von einem Ort zu einem anderen hertragen, herschleppen, herholen, um ihren Durst zu löschen. Gemäß einem gemeinsamen Monitoringbericht der UNICEF und WHO über den Fortschritt im Bereich der Wasserversorgung habe ich gelesen, dass bis vor wenigen Jahren umgerechnet 3 von 10 Menschen, das sind 2,1 Milliarden Menschen, die haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Also damit wir uns diese Zahl vorstellen können, das sind 3-mal so viele Menschen, wie in ganz Europa leben, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Noch eine andere Zahl aus diesem Bericht. 263 Millionen Menschen müssen mehr als eine halbe Stunde jeden Tag in Kauf nehmen, um zu diesem unentbehrlichen Nass zu gelangen. Das sind so viele Menschen wie alle Spanier, Franzosen, Deutschen, Italiener und das Schweizer Völkchen zusammen. Jeden Tag halbe Stunde Fußmarsch in Kauf nehmen, um zu diesem Wasser zu gelangen, das wir brauchen, um zu leben. Kannst du dir vorstellen, jeden Tag eine halbe Stunde Fußmarsch zu unternehmen, um zum Trinkwasser zu gelangen? Ganz vielen Menschen geht das so. Wenn du das müsstest, wann würdest du losziehen? Ich glaube, für uns, die wir diesen heißen Sommer erlebt haben, ist doch klar, wir würden sicher nicht dann gehen, wenn die Sonne hochsteht, heiß herunterbrennt, wenn unsere Schweißporen wie Schleusen geöffnet stehen. Sondern wir würden vor der Mittagshitze oder nach der Mittagshitze, noch besser in der Morgendämmerung oder im Abend, dann würden wir gehen und Wasser herholen. Aber was, wenn jemand am Mittag, wenn die Sonne hochsteht, unterwegs ist und Wasser holt? Was, wenn jemand bereit ist, dieses Opfer zu bringen? Da fragen wir uns, was treibt diese Person an?
Welchen Durst regiert sie, dass sie jetzt bereit ist, dieses Opfer auf sich zu nehmen und die Mittagsglut in Kauf zu nehmen, um zu diesem unentbehrlichen Nass zu gelangen? Ich will noch gar nicht mehr sagen, aber es scheint, dass diese Begebenheit vorgelegen hat in der Geschichte, die ich mit euch heute teilen werde, in die wir gleich hineintauchen. Doch vorher will ich beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und in diesem Sommer sind wir uns erneut bewusst geworden, dass wir Durst haben. Und jetzt bete ich, dass du unsere Ohren öffnest für dein Wort, wenn wir es lesen, unsere Herzen weitest, uns Erkenntnis schenkst, was du uns mitteilen willst in dieser Begebenheit, die du uns in der Bibel mitgeteilt hast. Amen. Ich will nicht mehr sagen, sondern hineinsteigen in die Begebenheit in Johannes Kapitel 4. Ich lese dort ab Vers 5. Da werden wir hineingenommen in diese Begebenheit. Da ist Jesus unterwegs und über ihn steht, da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Mal bis hier der Bibeltext. Jesus ist also mit seinen Jüngern unterwegs. Und ich gehe mal davon aus, dass er schon einige Zeit unterwegs war vom südlichen Judäa hinauf zum nördlichen Galiläa. Das ist eine größere Etappe Fußmarsch. Und zwischen diesen beiden Gebieten liegt die Region, wo die Samariter gewohnt haben. Und um vom Süden, um zum Norden zu gelangen, musste Jesus durch diese Gegend wandern. Ich habe mal nachgeschaut, das sind mehr als 50 Kilometer Fußmarsch von Judäa bis nach Sychar. Und wir alle wissen, wenn wir zu Fuß unterwegs sind, 50 Kilometer in einem Tag, das ist aber viel. Und so gehe ich mal davon aus, dass Jesus am Vortag oder vielleicht noch früher sich auf den Weg gemacht hat, ausgeruht hat über Nacht, den nächsten Tag jetzt unterwegs ist. Und wir alle wissen auch, wenn wir am Wandern sind, das gibt Hunger, Wandern gibt Durst. Und so kam Jesus zu diesem Jakobsbrunnen. Dieser Brunnen trägt diesen Namen, weil einer der Stammväter der Juden Jakob heißt. Und dieser Jakob hat vor vielen hundert Jahren hier auch nach Wasser gesucht. Vermutlich hatte er auch Durst. Und so hat er gegraben, bis er auf eine Wasserader gestoßen ist. Und über dieser gefundenen Quelle hat er dann einen Brunnen errichtet, zum Segen und Wohl aller nachkommenden Generationen. Und so ist dieser Brunnen nach ihm benannt worden. Nun haben wir hier im Schluss von Vers 6 gelesen, es war um die sechste Stunde. Also nach unserer Zeitrechnung war es zwischen 11 und 12 Uhr am Mittag. Mittag bedeutet Wärme. Mittag bedeutet Hitze. Jesus hatte also die Morgenstunden durchwandert und jetzt ist er an diesen Ort gekommen zwischen 11 und 12 Uhr. Ich glaube, sein Magen knurrte, derjenige der Jünger auch, seine Kehlen waren wohl trocken. Und während seine Jünger in die nahegelegene Stadt weiterzogen, hat sich Jesus dort beim Brunnen niedergelassen. Und vielleicht saß er auf dem Brunnenrand, vielleicht saß er unter einem Baum in der Nähe des Brunnens und wartete auf die Jünger, die dann mit dem Essen aus der Stadt wieder zurückkehrten. Und während er dort saß, da kam statt seine Jünger, kam eine Frau. So lesen wir es hier in Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Also eine Frau kommt in der Mittagshitze, nimmt diesen Fußmarsch zu diesem Brunnen unter die Füße um die heißeste Zeit, wenn die Sonne so richtig hinunterbrennt. Und wir fragen uns, was ist denn mit dieser Frau los? Warum macht es diese Frau gerade um diese Zeit, wenn die Sonne hochsteht? Was stimmt mit dieser Frau nicht? Ja, vielleicht scheute sie die Begegnung mit anderen Personen, die am Morgen oder am Abend zum Brunnen kommen. Vielleicht wollte sie nicht mit anderen zusammen sein. Irgendetwas muss im Leben vorgefallen sein, dass sie Begegnungen mit anderen
Personen vermeiden wollte und so kam sie um diese Zeit. Genaues wissen wir nicht. Wir können nur spekulieren, aber ich glaube, ein triftiger Grund muss vorgelegen haben im Leben dieser Frau, dass sie jetzt um die heißeste Zeit dieses Opfer in Kauf nimmt und in der Mittagshitze zum Brunnen läuft. Und so kommt diese Frau zum Brunnen immer näher und Jesus sieht sie kommen und als sie auf ihn zukommt, zu ihm war, spricht er zu ihr: Gib mir zu trinken. Jetzt kommt die Frau in ihrem Durst und Jesus kommt mit dieser empathischen Bitte: Gib mir zu trinken. Ja, ist es empathisch? Die hat doch selber Durst. In der Tat ist es. Wir werden noch sehen, warum. Jesus nimmt also das Gespräch auf mit dieser Frau. Damit hat diese Frau nicht gerechnet, aber auf den Mund gefallen ist sie auch nicht, denn sie tritt mit Jesus ins Gespräch und stellt ihm die Frage: Wie? Du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Und Johannes erklärt uns, die wir die Kultur nicht so gut kennen von damals, warum das so speziell war. Und er schreibt hier: Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Es bestand also eine Feindschaft zwischen dem Volk der Juden und dem Volk der Samariter. Und jetzt ist Jesus als einer aus dem Volk der Juden. Und er lässt sich nicht einspannen, in alte Traditionen, alte Feindschaften weiter zu tradieren und dem weiter das auch auszuleben, sondern Jesus ist gekommen, um aus verfeindeten Völkern Freunde zu machen. Jesus ist gekommen, um Zäune und Mauern abzureißen und Versöhnung zu bringen. Und so spricht er diese Frau an. War natürlich auch speziell für diese Frau, weil damals das nicht üblich war, dass Männer einfach so mit Frauen gesprochen haben. Aber Jesus, für ihn geht es nicht um Männer oder um Frauen, sondern ihm geht es um den Menschen als Person, weil er weiß, dieser Mensch, er braucht Hilfe, er braucht Heilung, er braucht Heil und Rettung. Und so spricht Jesus diese Frau an und sagt ihr: Gib mir zu trinken. Diese Frau staunt mal nur Bauklötze. Als Jesus ihr sagte und ihr ins Herz hineinblicken konnte, sagte ja er zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser. Das bedeutete für den Menschen aus dem Orient Quellwasser. Das sind sie wie Synonyme. Quellwasser. Ja, das könnte ich brauchen. Aber Jesus, er brauchte diesen Begriff auch noch in einer anderen Dimension. Wasser voller Leben wollte Jesus dieser Frau in einem ganz anderen Sinn schenken. Jesus, er sah eben hinter die Fassade jener Frau. Und er will aus ihr, der Gebetenen, nun eine Bittende machen, die erkennt: Ich brauche dich, Jesus. Ich stelle mir vor, dass diese Frau Jesus ansah und so beim Hören dieses Wortes lebendiges Wasser so nachzudenken begann und dachte: Ja, das wäre was, wenn ich zu Hause Wasser hätte. Das wäre was. Aber wenigstens habe ich hier Quellwasser von unserem Vorfahren Jakob. Der hat uns das hinterlassen. Das ist eine sichtbare Gabe, die uns Jakob, unser Stammvater, hinterlassen hat. Aber was ist mit dir, wenn du von der Gabe Gottes sprichst? Von Quellwasser, das du mir geben willst? Was meinst du damit? Und ich glaube, die Frau brachte das Ganze einfach nicht zusammen. Vielleicht sah sie Jesus auch ungläubig an, wie er mit ihr sprach, und dann sah er auf seine Hände und dachte: Ach, du guter Jude,
sei doch mal realistisch. Du hast ja nichts in den Händen. So steht es hier in Vers 11, spricht die Frau zu ihm: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Hier sehe ich und du willst mir geben, aber du kannst ja gar nicht. Du hast ja nichts, womit du mir lebendiges Wasser geben kannst. Ja, das Angebot wäre lukrativ, Quellwasser zu haben. Und vielleicht dachte die Frau, ja, ich wünschte, ich hätte lebendiges Wasser. Dann müsste ich in der Mittagshitze nicht den Weg zum Brunnen machen. Ich wünschte, ich hätte lebendiges Wasser bei mir zu Hause. Ja, ich wünschte, meine Situation wäre anders. Und dann bricht es aus ihr heraus. Und sie stellt Jesus die Frage, bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und unser Vieh und seine Söhne haben daraus getrunken. Bist du etwa mehr? Hier habe ich einen sichtbaren Beweis. Hier habe ich eine sichtbare Gabe unserer Vorfahren. Und jetzt sagst du, Jesus, du kannst mir lebendiges Wasser geben. Du kannst mir eine Gabe Gottes geben. Bist du, Jesus, mehr als das, was ich sichtbar vor mir habe? Ich glaube, Jesus, er erkannte die Zweifel, die Frage, die diese Frau in ihrem Herzen hegte. Und er spricht sie an und erklärt ihr: Gute Frau, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und als diese Frau diese Worte hörte, gehe ich davon aus, dass sie dachte, ja, das Erste, was du sagst, das stimmt. Ich muss jeden Tag zu diesem Brunnen kommen, der mir Quellwasser gibt. Aber ich habe jeden Tag neu Durst. Das stimmt. Ich muss immer wieder kommen. Ich bin immer wieder erneut durstig. Mein Durst zwingt mich. Dieser wird nur auf kurze Dauer gestillt. Und ich muss wieder herkommen. Aber was meint er mit dem Zweiten? Sagt mir dieser Jude mir gegenüber, dass eine grundlegende Lebensveränderung möglich ist? Dass es noch eine andere Gabe gibt, die meinen Durst nachhaltig stillt, meine Bedürfnisse stillt. Der weitere Verlauf der Geschichte zeigt, wie diese Frau ihren Durst im Leben immer wieder zu stillen suchte. Sie wechselte immer wieder ihren Partner. Mit dem Sechsten war sie im Moment unterwegs und immer noch nicht glücklich. Ihr Partner konnte ihren inneren Durst nach Annahme, nach Liebe, nach Geborgenheit nicht stillen. Und demzufolge auch sie nicht, denjenigen ihrer Partner. Und so wechselt sie immer wieder auf der Suche nach einem echten Durstlöscher, nach einem echten Menschen, der ihre Bedürfnisse erkennt und stillen vermag. Aber der Durst blieb ungestillt. Es gibt auch in unserer zivilisierten Welt ganz verschiedene Arten von Durst. Durst nach Anerkennung. Durst nach Wissen und Macht. Durst nach Schönheit. Durst nach Finanzen. Manchmal schon fast ein Rausch. Durst nach Erfolg im Beruf, im Sport. Durst nach spirituellen Erfahrungen. Durst nach Selbstbestimmung. Durst nach Unabhängigkeit. Durst hier und Durst dort. Und unsere Gesellschaft fordert auf verschiedene Arten diesen Durst, dass wir uns dessen bewusst werden. Und so versuchen wir immer wieder, diesen Durst zu stillen. Aber wie? Ist es nicht so, dass das Suchen
den Durst nach Anerkennung, nach Schönheit, nach Macht, nach Reichtum oder was auch immer, dass dieses Suchen, diesen Durst zu stillen, oft in einer Sucht endet, bei der man dabei doch immer durstiger wird. Ich sag's nochmal. Das Suchen, seinen Durst zu stillen, führt oft in eine Sucht, bei der man doch immer durstiger wird. Man nimmt Doping in Kauf, um sportlich exzellente Resultate zu erzielen, die dann doch ihre Spuren im Leben hinterlassen. Man hungert sich mager, weil man einem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechen muss, nimmt Opfer in Kauf. Man arbeitet sich ins Burnout, opfert dabei Familie und Beziehungen, um seine Karriere zu fördern, um eine Sprosse auf der Karriereleiter höher zu treten und immer höher, um einmal zu oberst Amt zu gelangen und dann doch zu erkennen, wie es einmal ein Topmanager ausgedrückt hatte: Ich wusste nicht, dass zu oberst auf der Leiter nichts zu finden war. Man sucht mit Alkohol seine Misere zu vergessen, um dann doch am nächsten Tag in noch größerem Unglück wieder aufzuwachen. Der Durst ist ein Treiber. Der Durst treibt einem an. Und ich glaube, die Frage kann nicht unbeantwortet bleiben: Wo finde ich einen Durstlöscher? Wo finde ich, wie kann ich meinen Durst stillen? Und ich möchte dir mal die konkrete Frage stellen. Hast du schon einmal bei Jesus Christus angezapft? Hast du mit ihm schon mal einen Weg beschritten? Bei dem, der in dieser Begebenheit erwähnt wird. Er selber sagt von sich, das haben wir hier gelesen: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Er möchte dein Durstlöscher sein. Kennst du diesen Jesus? Kennst du seine Auswirkungen? Wenn nicht, so wär's zumindest mal einen Versuch wert. Denn mal ehrlich, wir alle wissen doch, man hat nie genug Geld. Man hat nie genug Wissen und Macht. Man hat nie genug Anerkennung, das alles kann noch gesteigert werden. Auch Erfolg. Wir wissen, Schönheit ist Geschmackssache und doch will man allen gefallen, man will Likes und geliked werden. All diese Ideale fordern, geben sich zwar als Durstlöscher aus und trotzdem erfordern sie Opfer aufs Brutalste. Sie lassen einem früher oder später doch nur auf dem Trockenen auflaufen. Weil Geld, Anerkennung, Macht, Wissen, Liebe und Schönheit können unseren Durst nicht stillen. Wir brauchen eben nicht solche äußeren Durstlöscher, die erhalten einem durstig, sondern wir brauchen einen inneren Durstlöscher. Jesus. Er sagt von sich, er ist die Gabe Gottes. Er ist das Geschenk für dich und für mich in Person. In ihm ist uns eine Quelle geschenkt, ein echter innerer Durstlöscher. Wer Jesus Christus als seinen Herrn im Leben hat, der kann, weil er gefüllt ist von ihm, eine gesunde Identität hat, weil er weiß, ich bin von ihm geliebt, ich bin angenommen, ich bin wertgeachtet, ich bin schön in seinen Augen, der kann dann beispielsweise in seinen Beruf sich einbringen mit den Gaben, die er hat. Und ich hoffe sehr, dass du deine berufliche Tätigkeit gerne ausübst, zu deiner Freude ist, auch zur Freude der Personen, um die du arbeitest. Du kannst dort deine Fähigkeiten einbringen. Aber dein Beruf ist dann nicht mehr dazu da, dich in Extremis abzurackern, sondern du, weil du wertvoll bist, darfst du dich einfach einbringen. Und das macht Freude. Und das gönnt dir Gott. Wegen Jesus bin ich wertvoll und nicht wegen meiner Leistung. Bei Jesus bin ich angenommen. Und um das Angenommensein muss ich nicht kämpfen.
sondern aus dieser Ruhe hinaus darf ich jetzt leben und meinen Beruf verrichten. Und so darf mein Arbeiten, egal, sei es am Bürotisch, sei es hinter der Werkbank, sei es auf dem Acker oder in der Küche, am Krankenbett oder auf dem Gerüst, darf ambitiös sein. Aber nicht aus Geltungsdrang mache ich das, sondern aus Freude, weil Jesus mich angenommen hat, meine inneren Sehnsüchte gestillt hat und ich so leben darf. Das ist ein anderer Lebensentwurf. Den macht Jesus möglich. Und meine Erfahrung ist, dass Jesus Christus meinen inneren Durst nach Sinn im Leben, nach Erfüllung, nach Perspektive, den hatte er gestillt. Er ist der wirkliche Durstlöscher. Ich bin nicht der Erste, der es erlebt hat. Viele vor mir und sicher auch viele mit mir, diese Predigt hören oder sehen, haben das erlebt. Jesus ist der wahre Durstlöscher. Aber es ist auch mein Wunsch, dass jeder, der diese Predigt jetzt mitverfolgt, auch diese Erfahrung machen kann und Jesus kennenlernt als derjenige, der einem wirklich Anerkennung gibt, der den Tank der Liebe füllt, der meinen Durst nach Angenommensein ausfüllt. Jesus, er ist der wahre Durstlöscher für die Menschen dieser Welt, auch heute. In dieser Sommerhitze, in der wir leben, will Jesus unseren Durst stillen. Ich bete. Ja, Vater im Himmel, öffne du unsere Augen für diesen Durstlöscher, den du uns in deinem Sohn gegeben hast. Lass uns die Erfahrung machen, dass wir angenommen sind, geliebt, dass wir bei dir nicht leisten müssen, sondern uns aus diesem gefüllten Tank heraus einbringen dürfen, zu deiner Ehre. Lass uns heute Zeugen sein in unserer Gesellschaft, dass du es bist, der unseren Durst gelöscht hast. Und lass uns andere Menschen zu dieser Quelle, zu dir, Jesus, führen. Amen. Wenn irgendjemand Fragen hat zu dem Gehörten, so darf er sich über unsere Homepage gfc/predigt melden, über das Kontaktformular und wird mit einer Person vermittelt werden. Gerne dürfen Sie auch am kommenden Sonntag wieder hier bei diesem Kanal die nächste Predigt hören. Wir laden Sie aber auch ein, live an einem unserer Gottesdienste beizuwohnen. Sie finden auch auf unserer Homepage die verschiedenen Orte, wo Gottesdienste regelmäßig angeboten werden. Und ich wünsche Ihnen in diesem heißen Sommer, dass Sie erfahren, Jesus ist mein Durstlöscher. Gott segne Sie.